Es gewittert bei uns. Das liegt aber auch am Wetter mit, ne? Unter anderem, Fanny. Er ist zwar immer noch nicht der alte Dean, der Kleine, aber es ist schon durchaus angenehmer. Er schreit nicht mehr so viel. Heute Morgen ist er um 4:30 wach geworden. Er hat gelacht, er hat gestrahlt, er hat sich gefreut. Ich dachte, ja, Mann, geilo. Dann alles fertig gemacht, dies, das, Ananas, ne? Und dann hat er irgendwann so gegen 6:45 in seinem Rollstuhl schon gesessen und dann haben wir auf den Bus gewartet. Ja, auf einmal hat er angefangen zu schreien. Ich so, nein, Junge, hör auf, ey, wirklich. Hör auf. aber das war dann relativ zügig wie weg. Hab dann in der Schule angerufen, hab das alles noch immer erzählt. Und meinte, wenn was ist, rufen sie an, dann ist das ihr Problem. Nein, dann rufen sie an, dann hole ich das Kind wieder ab. Aber kam nichts. Er hat zwar ein bisschen noch genörgelt, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Es ist unbezahlbar. Er wollte mich treuen, ist so. Er wollte mich treuen. Er dachte, komm, den Alten, den verpasse ich jetzt nochmal schnell eine. Nächsten Monat kommt Support, dann wirklich kam mir nur. Was meinst du jetzt, Shiny? Ist zu? Haben wir Kippen? Ich würde gerne eine rauchen. Oh, wir haben 4 Kippen. Komm, wir rauchen eine. Nein, nein. Shop okay, aber Wunschliste muss nicht sein. Ja, das Wunschliste soll wirklich jeder nur dann machen, wenn er auch wirklich was über hat. Und heutzutage hat doch kaum einer was über. Das ist ja tatsächlich so, weil es so teuer ist. Ne? Na, kein Wodka. Nein! Oh, du musst ihn nur anklicken, er haut ihn sofort weg. Er darf den nicht mal sehen, ne? Er pfeift sich den sofort drin. Nur wer trollt, der rollt. Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Wollte nur einen Reim raushauen. Nee, das passt ja schon. Mein Sohn hat mich getrollt und er sitzt ja im Rollstuhl. Also dementsprechend rollt er auch. Ja, doch. Kann man halt schon mal so sagen. Ich bin da auch, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde das, ja. Ist, ja, für manche ist es böse. Für mich, also ich finde das eigentlich normal. Ist okay. Ey, hör doch auf! Warum ist denn die Wodka auf 2? Die ist doch gar nicht auf 2, die Wodka. Nee, gehört halt auch dazu, ne? Ist ja nicht so, dass ich da vor meinem Sohn stehe und sage, haha. Ja, um Gottes Willen. Ja, erstmal das Thema, ne? Dass das Kind wieder gut ist. Und, dass beim Kind soweit wieder alles gut ist. Und dann das Thema, dass ich den Bus morgen abholen kann. Ich kann das zwar alles noch nicht so richtig glauben. Wäre natürlich top, wenn es für 800 Euro sich erledigt hätte. Versuche das Geld trotzdem zu holen von dem Händler, ne? Mal schauen. Ach, das wäre natürlich mega, ne? Jetzt gerade kurz vor den Ferien wäre das natürlich schon richtig, Porno. Und da, man merkt denn schon, dass die Laune dann dementsprechend auch höher geht, wenn das Kind wieder besser drauf ist. Wenn das Auto dann doch wieder läuft, ne? Das freut mich, dass Miriam wieder fit ist und Bus und überhaupt. Kann Wochenende kommen. Wochenende kann kommen. Ferien können durchaus kommen jetzt. Und nächste Woche sind ja schon Ferien. Nächste Woche schläft der Kleine bei meinem Bruder das erste Mal nach 4 oder 5 Jahren. Mal wieder. Mal schauen, wie das wird. Und dann fahre ich mit Eggy weg. Oh ja, das wird jetzt schön. Die 72er auch. 69er machen wir. Was hat denn der jetzt? Das Geile ist, ich weiß aber nicht, was er da getrieben hat, ne? Sturmfrei, ha.
Dreier. Ja gut, da muss ich jetzt nicht sturmfrei für haben, ne? Alle zu. Hier ist open. Aber ich muss doch darüber. Warte mal, ich gehe nochmal rüber. Wer ist aber die dritte Person? Ja, genau. Rate mal. Nein, die nicht. Charlie weiß davon noch gar nichts. Okay, hier ist es auch nicht. Geh zurück zum Büro des Direktors und lösch die richtige Datei. Okay. Ah, damit muss ich den jetzt nur anstellen, okay. Ja, hallo, ich bin nicht da. Ja, weil ihr hier bist. Tipp bitte richtige Reihenfolge. Befehlszeile. Ich habe kein Kind frei. So, doch, ist schon alles geklärt. Nee, nee, macht ihr mal. Was? Okay, der war richtig. Community, immer Community. Das sind ja echte Befehle. C-Data und Befehl. Aber welcher Befehl? Also C-Data ist richtig, aber welcher Befehl? Boah, das sind echt schon viele auch, ne? Damit du halt einfach auch erstmal wirklich überlegst, ohne jetzt, wenn da jetzt nur 5 wären, dann gehst du die einfach alle durch und in das Ritze, ne? Aber da hast du schon einiges im Durchgehen.
Hier Verzeichnis anzeigen, Daily löschen. Ja, ich soll ja. Stimmt, ich soll ja löschen. Ja, okay. Alles gut. Sorry. Ja. Datei wurde gelöscht. Delete. So. Gut, Action. Tippe in die richtige Reihenfolge Discord. Was? Ist das jetzt was Neues oder ist das nochmal das Gleiche? Was will er denn jetzt von mir? Ah. Das war wohl nicht das Richtige, oder? Es ist auch immer anders. Es ist nicht. Es wechselt immer, wo es steht. Lösch alles, einfach alles löschen. Einfach halt F4. Oh, wo ist denn das andere jetzt? Bin ich jetzt doof? Jetzt finde ich das nicht. Da steht ein Hinweis, was noch fehlt. Gefundener Ordner. Aber wo ist denn jetzt der, den ich hier vorhin hatte? Da kommt, siehst du, du musst quasi nur sowas anmachen, ne? Und dann kommt Chris auch gleich. Okay. Gefundener Ordner D. Befehlszeile D. Ordner. Erst noch den Ordner haben und den kann ich ja erst löschen. Ich hätte ihm vorhin ein bisschen mehr zuhören sollen, ne? Warte mal. Ja. Setz-Vase-Problem. Oh, verdammt, jetzt habe ich so schnell gedrückt. Setz-Vase-Problem. Oh Mann! Junge! Zweimal gefettfingert. Ist Nara eigentlich schon wieder da? Nee, ne? Ist noch AFK, okay. Oh,
welchen Ordner sollte ich denn jetzt löschen? Welchen Ordner sollte ich jetzt noch löschen? Oh. Bang. Banana. Ich gehe nochmal zurück, ob ich da irgendwo nochmal was einlesen kann. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde hier. Berichte einem über deine Fortschritte. Ach so. Okay. Okay, gut. Naja, mal wenigstens ein bisschen Abwechslung gewesen, ne? Alter, diese Türen. Kann ich hier einfach oder muss ich wieder aus dem Fenster rausklettern? Aus dem Fenster aus. Ich muss wieder aus dem Fenster rausklettern. Ich komme! Meister, ich hab was. Baller. Oh. So, moin. How's things, Buriato? Success? Erwähnen Sie nicht, dass Sie die Datei überprüft haben. Geben Sie zu, dass Sie die Datei überprüft haben. Don't even try to piss me off, Buriato. What's your butt? I checked the data before deleting it. You probably have too long a leash, Buryatov, or not. You are just hopelessly stupid. What have I told you? That I must not read this. Do you know the story of Nikolai Bukharin? He was a chairman of the executive committee, an important figure in the Comintern. Not really, Comrade Major. So, this Bukharin let the party down. He was punished for it. Severely. Collective responsibility was applied to his family. They were also punished for Bukharin's mistakes. I understand, Comrade Major. He was the chairman of the committee. You are nobody. Are you following? Yes, Comrade Major. This won't happen again. You got to forget what you saw there. Got it? Yes, Comrade Major. You'll get a second chance from me. You'll have the opportunity to redeem yourself. Yes, Comrade Major. There's a certain film reel in the local office. You got to find it and destroy it. I understand. Where to look for this tape, Comrade Major? Start off at the chief's office. You should find the archive records there. Is that all, Comrade Major? Almost. I heard your son applied to the cadet school. There's a lot of applicants this year, but if you play your cards right, you'll have a spot guaranteed. Thank you, Comrade Major. All right, enough with this comrading. Get to work. Wait. If you need to get in touch with me, do it on an encrypted frequency. Yes, Comrade Major. Carry on. Okay. Naja, gut, ja, man macht schon viel sauber, ne, aber man läuft halt auch viel rum von A nach B und sucht irgendwelche Sachen, will irgendwas verschleiern. Ja. Macht's jetzt aber auch nicht so viel spannender alles, würde ich sagen. Wie komme ich da jetzt rüber? Ist in Ordnung, ja. Von mir aus. Muss eine Filmrolle zerstören. Ja, die wollen ihr ganzen Mist verschleiern. Wollten sie ja damals wirklich, ne? Alles verheimlichen. Boah, man, ey, diese Scheiße da, um da erstmal hinzukommen überall, ne?
Muss ich wirklich hier außen rum? Es ist halt auch alles abgesperrt, die ganze Bombs, ne?